Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge South Park. Du hast Potenzial, schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund. Finden wir mal raus, was genau du bist. Naja, wenn, dann wäre ich gerne Asiate. Asiatisch! Armenier, Chinese, Däne, Ire, Italiener, Japaner. Ich bin Japaner, Sugoi! Japanisch! Herkunft und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Hautfarbe bleibe ich so. Schön, eine Reise mit vielen prachtvollen Eindrücken. Ich bin ein asiatischer Japaner. Sugoi! Das war doch nicht schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt gehen ein paar Ärsche aufreißen. Alles klar. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Halt die Fresse! Also wirklich. Bin gutes Vorbild, besser als du, der hier rumsitzt und seinen Scheiß auf. Du fängst dir gleich eine. Komm her! Ich bin nicht so auf die Pelle. Verdammt, kannst du nicht einfach zu Hause Comics lesen wie ein normales Kind? Weiß dein Arzt von deinem kleinen Problem? Rauhan. Hab ich jetzt auch wieder so... Okay. Sprich mit PC Principal. Hab ich das nicht gerade? Ja. Und direkt. Achtung, Kuhn-Freunde. Wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kann ich es zu dem Freedom Park? Kann ich nicht einfach zu den Freedom Pass gehen? Kann ich nicht einfach zu den Freedom Pass gehen? Okay. Ich hab halt keinen Bock mehr auf Cool and Friends. Es ist ja doch irgendwie cool, finde ich, auf beiden Seiten mal gekämpft zu haben im Spiel an sich, mal mit allen Leuten mal die Fähigkeiten gesehen zu haben und gegen alle Leute mal gekämpft zu haben und gegen die Fähigkeiten. Meiner Meinung nach schon schön, dass man das hier auch kann. Ich hoffe, wir können halt bald auch zu dem Film was rüber wechseln, weil ich warte da drauf. Und ja! Und ja! Jo, ich hoffe, euch geht's allen gut. Es ist schön, dass ihr schon die dritte Folge, wo ich aufnehme, ne? Crack shit, yo! Kann ich ja, von Nutzen sein? Renn lieber schnell! Ich renn doch gar nicht, du bist doch derjenige, der rennt. Never fart on someone's balls. Never. I will never say never. Okay, ich weiß nicht, wie das hier weitergeht. So. Cool. Scramble. Na endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschlott. Was hast du gesagt, Tiger? Okay, Leute. Classy hat Arschlott verraten, dass unsere nächste Spur zum U-Storage führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. U-Storage. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom U-Storage komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat auch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super Crane, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht an U-Storage. Alle ab ins Bett! Nachteinsatz für die Kuhfreunde. Geh nach Hause, Arschlord. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Kostüm ablegen. Nein! Never! Ich bin immerhin Wunderarsch! Warum konnte ich mir eigentlich nicht selber einen Superheldennamen aussuchen? So. Dann mal ab ins Bettchen. Wo wohne ich denn? Ach ja. Nachbar von Butters. Nice. Wo ist der? Oh, warte mal. Was macht der und wo ist der? Ah, der vielleicht einfach ausreißt. Nein, es ist Butters. Ist denn so? Deshalb also furzender Selbstjustizler. Klar mache ich ein Selfie mit dir. Komm her. Wir sehen uns bei Kunstagram. Ist das nicht? Prime Minister of Japan has insisted that any race
Ich dachte immer, dass Samuel Garrison der als Präsident kandidiert. Wo ist denn Butterstar? Ja. Süße Silberbüll von ihm hängen haben. Butters? Wer wohnt denn hier? Ach, deren Oma wohnt bei denen? Okay, wusste ich gar nicht. Seit wann ist denn das so? Das ist wohl Butters Zimmer. Hat aber abgesperrt. God damn it! Gut, dann. Ich schrubbe und schrubbe und schrubbe, aber ich kriege diesen Kaffeegeruch nicht von meiner Haut. Bist du klein oder groß? Beides. Okay. Naja, es ist ja 1973, yo. Ja, wir gehen einfach heim und dann machen wir die nächste Mission, ja! Hi. Willst du, dass ich kotze? Ja, bitte. Ich wollte nicht. Ach stimmt, wir sehen hier aus wie Gronkh, hab ich vergessen. Ach stimmt, wir sind ja glaube Latino, ne? So ein bisschen. Was sind denn die? Nach oben. Also essen. Stimmt, wir essen ja nie was. Nicht so richtig. Das finde ich, könnte ich nie essen. Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, dass der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unser Kind ist verwirrt, kapierst du es nicht? Erst fragt es den Vertrauenslehrer nach sexuellen Orientierungen und dann den Direktor nach Ethnien. Die Verwirrung war gewollt. Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Ahem! Wer da ist? Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch und dann ab ins Bett. Du hast morgen Schule. Ja, du hast morgen Schule. Ja. Leute, ich hab alles gehört. Wollt ihr mich ver... Was auch immer da drin ist, es macht dich komplett irre. Irre? Welche Irre verrät an allen, wer unser Kind ist, nachdem wir endlich untergetaucht waren? Wehe, du pfeifst mir jetzt wieder irgendwelches Zeug rein. Aber du darfst dich besaufen, ha? Gott, was ist dein Scheißproblem? Wisst ihr, Leute, das sind Erwachsene. Das ist ein Symbolbild für unsere Politik gerade. Probleme ansprechen, um einen Kompromiss finden. Nein, man schreitet sich lieber, dass wir bis Anfang 2018 keine Regierung haben. Das macht viel mehr Sinn. Ach, Menschen. So, lass ins Bett gehen. Ich glaube, es wird ja eh nicht mehr besser. Emo-Pornis. Will kein Mensch, will kein Mensch. Hey, hör mal, Schatz. Wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Japaner. Jetzt schlaf gut. Wakari Mashita! Okosa! Die Nacht legt sich über die Stadt wie ein fetter Scheiß auf. Tosa ist Mutter. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Coon and Friends. Hashtag Scheißhaufen the Pearls. Hashtag Scheißhaufen the Pearls. Goldschlüssel, Kupferschlüssel, Silberschlüssel, what? Wir werden wieder zum Superhelden! Ja! Schlafen die? Mama, Papa, hallo! Okay. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht runter, weil ich... Ja, okay, hier ist nichts. Wenn wir wieder Schlüssel suchen, Leute! Schlüsselhype, Schlüsselhype, Schlüsselhype! Oh. Okay. Da ist schon mal der erste. Sehr gut. Nicht mit mir, verdammt.
Haben die sie so hart gestritten? Wo ist unsere Mutter? Junge, der arme Kuhn. Scheiß Kuhn! Was? Warte, was? Hat er gerade was mit Kuhn gesagt? Vater! Nicht dieses Mal. Keiner geht rein oder raus. Nicht dieses. No! Wo bin ich? Er hat gerade irgendwas mit Kuhn gesagt. Zumindest K.U. Vielleicht blöde Kuh oder so, aber... Mann! Okay. So. Nichts gebracht. Sehr gut. Habe ich mir den Schlüssel aus einer Parallelinversion genommen. Ja, was ist denn jetzt noch? Ach so, da oben. Junge Vater, ey. Wow. Ganz schön gut versteckt, ey. Hi, Tuschet. Hey, so sieht man sich wieder. Ich muss unsere Differenzen beiseite schieben. Diese Stadt ist in Gefahr. Und sie braucht Tuschet. Ist dir okay, mir nach zum Chaos versteckt. Du willst sicher meine Hintergrundgeschichte hören. Als ich noch ein Kind war, hat mein Vater in der Garage getüftelt. Bei einem heftigen Sturm hat ein Blitz ihn von seiner Werkbank weggefegt. Ich wollte ihm helfen, doch dann hat ein weiterer Einschlag seine Werkzeuge mit meinem Körper verschmolzen. Ich wurde ein Superheld und mein Vater geistig behindert. Da hast du es, verdammte Bitch! Warum bist du... Warum scheißt du dir nicht einfach ins Gesicht? Nimm das, du Hure! Randy, hör jetzt sofort auf, mein Auto zu zerkratzen! Okay. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Oder auch Alkoholiker. Mein Vater benimmt sich noch dümmer als sonst. Vielleicht will Toolshed seinem Vater helfen, weil er ihn damals nicht gerettet hat. Fun Fact, wusstet ihr eigentlich, dass Stan von Benny Weber synchronisiert wurde, der Typ, der damals Art Attack gemacht hat? Sprich den da. Was? So eine Kacke! Okay, ich verstehe, wenn du nicht darüber reden willst. Was? Ach, ist hier Kenny? Nee. Das ist Mysterions Versteck. Hier gibt's eine Abkürzung in den Norden der Stadt. Dass der einen Akkuschrauber bedienen kann als Achtjähriger? Not bad. Sehr vorsichtig von euch. Du hast mit deinem arschgefickten Verräter zu tun, der dich jemand mit dem Arsch ficken kann. Nice! Weil du das Mess nicht gekauft hast, sondern ich! Du hast das Mess von unserer Sozialhilfe gekauft! Gib mir die verdammte Pfeife, Carol! Fick dich ich auch gerade! Du rauchst nicht mein verdammtes Eis! Fick dich und wie ich das rauch! Ah! Was hast du davon, du verschissene... Ich lieb dich so sehr! Lass uns high werden und Liebe machen! Ich mach nicht Liebe mit dir, ich fick dir das Hirn raus! Nein, ich fick dir das Hirn raus! Oh, shit! Ja, und ich dachte, ich hätte mit meinen Eltern Probleme. Also, hier, Figur. Es wird Zeit, dir mein mächtigstes Werkzeug zu zeigen, den Sandblaster. Seine Kraft bewältigt fast jedes Hindernis. Zeig. Das stimmt. Bei den anderen siehst du meine Kräfte. Okay. Los, Mann! Wow! Das ist Mysterions Geheimtunnel. Mit dem kann ich eigentlich das ganze Scheiß Lava wegmachen. Danke, Toolshed. Danke. Hi. Oh oh, die Typen versperren uns den Weg. Wir müssen irgendwie an ihnen vorbei. Was wollt ihr? Sodo Sopa gehört uns! Diese Kiste ist unser Geheimtunnel und wir müssen da jetzt sofort durch.
Euer Geheimgang ist unsere Veranda! Okay, wir müssen uns wohl durch die Kerle durchbohren. Euch zeigen wir es! Komm her! Ich hab einen Satz heiße Ohren für dich! Bin bereit! Das ist Obdachlosen-Gastfreundschaft! Durchbohren sollte sich irgendwie nach Werkzeug anhören. War wohl ziemlich weit hergeholt. Es gibt nicht unendlich viele Werkzeugsprüche, okay? Ist okay, Bing. Wir nehmen die Typen in die Zange. Wie ist der? Ich bastel später was. Ich verwirr den erstmal. Die sind im Arsch. Tja. Willkommen in meiner Welt, Hausbesitzer. Hast du ein bisschen Kleingeld? Du bist verwirrt, du solltest... Die machen wir platt. Okay, was kann denn Stan so? Viereck. Feuere entlang zwei diagonal verlaufende Feuerlinien. Okay. Doppelschraube. Wirf Schraubenzieher und umschrauben um Rückstoß. Was? Hey. Ach, in beide Richtungen geht das. Okay. Und das hier ist der Healer. Entweder wir machen das hier. Doppelschraube! Wow! Das ist meine Doppelschraube. Sie bohrt in beide Richtungen. Mega nice Attacke. Ich werde echt schräge Sachen mit deiner Leiche anstellen. Hilfe. Stop, stop, stop. Lol. Okay, du bist dran. Krieg den mit dem down. Yes. Yes. Dann will ich nämlich Folgendes tun. Mich hier hinstellen, das hier platzieren. Ah, fuck. Ich krieg da immer nur einen rein. Na, schade. Und das stimmt doch gar nicht ganz. Dann machen wir das. Und dann können wir gegen den nächsten. Ja, machen wir sie platt! Yes! Sehr gut. Oh, ich blut noch. Ich mach dich zu meinem neuen Klo. Please do not. Gefällt dir das, Arschloch? Nope. Spring frei! Ach, das meint mit. Das meint die mit diagonal. Mach mal das da. Bleibt das länger da? Das war meine Burschleuder. Nee. Das ist aber auch cool. Also ich finde, Tunchet ist ein ganz schön cooler Charakter. Wir lassen uns nicht weggentrifizieren. Was? Weggentrifizieren? Nu. Solange ich hier bin, versaut ihr mir Sodosopa nicht. Der hört ziemlich cool aus. Ich wäre aber eigentlich echt eher dafür. Oh nice, ihr steht schön. Ich könnte doch... Ich könnte den auch killen. Machen wir. Hast du es echt gezeigt? Yo. Wir bluten ja beide so ein bisschen, aber... Mein Werkzeug ist bereit. Die hier stehen perfekt hierfür. Oh yeah. In your face! Ja. Die gehören meinem Dad, ich brauch sie also zurück. Ich kann nichts machen. Hat einer eine alte Matratze? Du bist dran, Neuer. Ja. Bin bereit. 46. Ja, aber ich würde sagen, wir machen den... Was ist denn das nochmal? Verwirrung! Verwirrung! Ihr kleinen Scheißer macht mein Leben noch schlimmer! Ich hab für den Typen nämlich eine Anrede. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Du machst wieder genau das. Todesschrauber! Ein klassischer Fall für den Kreuzschlitz! Es gibt... Ah ja, doch, Kreuzschlitz. Ich verstehe auch nicht, warum das im Deutschen Kreuzschlitz und Schlitz heißt. So, wir machen jetzt hier nochmal genau das Gleiche. Wir können auch den Sand mal machen. Ja, müssen wir sogar. Und der Arsch gibt ihn sauber. Ja, läuft ganz gut gerade. Und los! Dann darfst du nochmal das hier machen. Oh, ich will das. Oder vielleicht auch das? Nein, ich wollte das nicht machen. Aber denke mal, dass der nächste Runde drauf geht. Ist gut, dass die so langsam sind und kaum weit kommen. Nope, tust du nicht. Einmal aussetzen, bitte. Tja! Lass mal Arsch! Nee, ich will wissen, was Zuschauer als ultimative Attacke hat. Halt, erledigt! So. Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Wie ein Bohrer. So, Gesichtsvernichtung mit Bohrern. Klingt ganz schön brutal. Alles klar. Mit einer 30er Schnellschraube könnten wir jetzt ein schönes Bild vor die Wunde hängen.
Nun. Oh, die machen Schaden, das fuck. Nochmal! Keine Sorge, ich sollte an ihn rankommen. Ja. Bah, hi! Gebongt, hauen wir ab! Sehr schön. Das war doch recht erzi. Und noch eine Stufe ab und ein neuer epischer Plan. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Dann können wir jetzt da was reinpacken. Einmal rein. Das ist ein ersten epischen. Das haben wir für ein Team verleihen, die meisten epischen Artefakte an sich ihre Gefährlichkeiten. Was für einen epischen Dinger. Haben wir sogar was? Kuhn, Kommando, Kira, was wird tun? Was kann man das geben? Möglicherweise werden angesetzte Materialien nicht erstattet. Aha, alles klar. Gut! Da können wir nichts reintun. Das geht noch nicht. Das kann ich nicht mehr ändern, ne? Doch, ich kann meinen DNS-Strang ändern. Ich habe jetzt voll viel. Pheromon, maximal Stress, Uraggression, Empathie, Verstärker, Adrenalinüberladung. Vorurteilsturm, benebelte Schmerzrezeption, übermenschliche Treffgenauigkeit. DNS-Strang, wieso Strang ist eine Mischung aus verschiedenen Kampfpennern, Genen, die dann schön. Wir haben ja eigentlich Nachdenken und Muskeln. Deshalb wäre, also das hier wäre nicht schlecht, aber alles, was ihr macht, hat Muskeln und Hirn um 25 höher. Was macht denn der eigentlich? Das ist ja nichts. Gib mir mal bitte den hier. Erstmal DNS ändern. Läuft. Das wollte ich nämlich noch tun. So! Wir speichern nochmal eben zusammen, weil das immer schön ist, wenn man zusammen speichern kann, Leute. Ne, eigentlich wollte ich zwei machen. Immer. Wie bei Digimon Story Cyber lustig, so ein bisschen, ja. Wie heißt das Ding? Jetzt wollte ich gucken, wie das heißt. Warte, kann ich jetzt nochmal sprechen? Ich bin gelaufen. Die Hunderthänen des Chaos. Ah, wir kämpfen wohl gegen... Ja doch, Professor Chaos ist es dann, ne? Das ist ja als Superheld, ja, ja. Oder? Du. Ja, das sehen wir dann. So, Leute! Aber ich würde sagen, das war eine weitere Folge von South Park. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein Abo da. Links an der Brücke in der Handcard, so schmeiß in der Beschreibung. Auch noch einen schönen Tag, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, was gibt's denn noch zu sagen? Also, tschüss, tschüss.